So, ich lese EÜA leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Das ist dieses Buch. Und im Kapitel Lektion 21 oder in Lektion 21, die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit, bin ich angekommen bei Fall 103, der abschmelzende Freibetrag. Statt 280.000 Euro erhält Ihr Freund 300.000 Euro. Würde sich etwas am Freibetrag ändern? Ja, sobald der Veräußerungsgewinn 136.000 Euro übersteigt, schmilzt der Freibetrag um den übersteigenden Betrag ab. Der alternative Veräußerungsgewinn beträgt Verkaufspreis 300.000 Euro minus Veräußerungskosten 12.500 Euro minus Wert des Betriebsvermögens 135.000 Euro, 152.500 Euro. Und der Veräußerungsgewinn minus die Freigrenze von 136.000 Euro, das gibt eine Differenz von 16.500 Euro. Der Freibetrag schmilzt also um diese 16.500 Euro. Und es gibt einen neuen festzusetzenden Freibetrag und der liegt bei 28.500 Euro. Steuerpflichtiger Veräußerungsgewinn somit 152.500 Euro minus dem Freibetrag von 28.500 Euro sind 124.000 Euro steuerpflichtig. Davor waren es 87.500 Euro, die steuerpflichtig waren. Ja. Es geht dann weiter mit Fall 104, der Verkauf an sich selbst. Lohnt sich wahrscheinlich wegen des Freibetrags. So, tschüss.